Tag der Lockerungen ist morgen in vielen europäischen Ländern. Aber nur dort, wo das Coronavirus unter Kontrolle ist. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Manche Unternehmer nützen die Kurzarbeit schamlos aus. Sie betrügen den Staat, nehmen das Hilfsgeld, aber lassen ihre Mitarbeiter voll weiterarbeiten. In Linz verlässt ein Arzt eine laufende Operation. Der Patient ist tot. Und das Wetter bringt morgen im Westen Abkühlung. Monatelang mussten Millionen Menschen in Europa auf diesen Tag warten, an dem sie ein bisschen Freiheit zurückbekommen. Der 11. Mai morgen bringt ihnen einen Grund zum Aufatmen und kleine Schritte in Richtung Normalität. Machen wir einen Blick über den Kontinent. Die Franzosen können wieder ohne Passierschein morgen vor die Tür, Geschäfte sperren auf. Geschlossen bleiben hingegen die Lokale noch und in schwer betroffenen Regionen wie Paris bleiben die Regeln strenger als anderswo. Regional unterschiedlich arbeitet auch Spanien. Auf den Balearen mit Mallorca dürfen Tourismusbetriebe aufsperren. In Madrid und Barcelona bleibt die Ausgangssperre jedoch noch strikt. Unser Nachbarland, die Schweiz, öffnet Schulen, Geschäfte und Restaurants. Slowenien erlaubt kleinen Hotels und Campingplätzen die Öffnung. Kroatien erleichtert Inlandsreisen, Kindergärten und Volksschulen öffnen auch. Überall einkaufen können morgen dann die Belgier wieder. Und ähnlich ist es daneben in den Niederlanden, wo Schulen öffnen und Dienstleister wie Friseure ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Den Neustart der Schulen oder Geschäftsöffnungen planen auch Dänemark, Norwegen, Finnland und Estland. Und im Süden, in Griechenland, dürfen ab morgen alle Geschäfte wieder aufsperren und der Schulbetrieb läuft Schritt für Schritt wieder an. Trotz der Lockerungen blickt man in Griechenland besorgt in Richtung Sommer. Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein des Landes. Aufgrund der vielen Reisebeschränkungen wird er dieses Jahr wohl gering ausfallen. Den internationalen Reiseverkehr will Tschechien ab morgen wieder aufnehmen. Dort hatte man schnell reagiert und früh Schulen und Grenzen geschlossen. Mit Einschränkungen dürfen nun auch Museen, Kinos und Einkaufszentren öffnen. Ich freue mich, dass wir morgen endlich wieder Kunden willkommen heißen dürfen. Etwas vorsichtiger ist man in Spanien. Dort sind die Lockerungen nicht nur in Phasen, sondern auch in Regionen eingeteilt. Ab morgen darf sich rund die Hälfte der Bevölkerung wieder in Gruppen bis zu maximal 10 Personen treffen. Ebenso können auch kleinere Geschäfte und Restaurants im Freien wieder öffnen. Ausgenommen davon sind Barcelona und die Hauptstadt Madrid. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Madrid ist noch nicht bereit für die nächste Phase. Denn während der Corona-Pandemie war die Hauptstadt die am schwersten betroffene Region. Ja, halb Spanien sperrt da wieder auf. Nur die Menschen in Madrid sind da nur Zaungäste. Josef Manola ist einer der Betroffenen in Madrid. Wie lange heißt es denn in der Hauptstadt noch auf Erleichterungen warten? Und wie wirkt sich denn das auf das Gefühl in der Stadt aus? Nun, es wird mindestens eine Woche dauern, bis Madrid diesen einen Schritt weitergehen kann und dem Rest des Landes sozusagen folgen kann. Die Regierung will ja vorsichtig sein. Eines der wichtigsten Ziele ist die Erhaltung des derzeitigen Zustands. Das heißt, dass die Zahl der Infektionen und Toten zurückgeht. Heute hat man jene Zahl erreicht, die zuletzt am 18. März erreicht wurde, was die Zahl der Todesopfer betrifft. Das heißt, Vorsicht ist geboten, man will vorsichtig vorgehen und den Rest des Landes sozusagen als Experimentierfeld nützen und schauen, wir öffnen, was passiert mit den Infektionen und den Todesopfern. Ein Experimentierfeld, haben Sie das genannt. Experimentiert wird da etwa auch auf Mallorca. Da sperren ab morgen die Hotels wieder auf und man fragt sich natürlich, für wen? Die Hotelbesitzer fragen sich genau das, also für wen sollen wir öffnen, wenn es keine ausländischen Gäste gibt. Und die sind noch nicht in Sicht. Der erste Lichtblick ist eigentlich der 1. Juni, wo Lufthansa angekündigt hat, die ersten Flüge wieder auf die Baleareninseln fliegen zu wollen. Aber die Öffnung der Inseln ist eine Lebensnotwendigkeit, vor allem für die Menschen dort. Man sehe sich an, die Insel, eine Kanareninsel, machen wir diesen Sprung zu den Kanaren, La Graciosa, dort hat es überhaupt keinen einzigen Corona-Infektionsfall gegeben. Warum sollte die Insel nicht für die Urlauber bereits geöffnet werden? Und wenn man die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Spanien kennt, 14% der Wirtschaftsleistung dieses Landes in guten Zeiten, dann weiß man, dass viel davon abhängt, dass diese Inseln bald öffnen. Ja, viele Länder hoffen auf Touristen in diesem Sommer. Danke, Josef Manola in Madrid. Auch Frankreich lockert mit morgen seine Corona-Beschränkungen. Die Schulen sollen schrittweise wieder öffnen. Die Kindergärten, die Volksschulen und die Mittelschule machen den Anfang. Doch neben der Erleichterung ist auch viel Sorge zu spüren. Für viele Eltern und Lehrer kommt die Öffnung zu früh. Das Coronavirus grassiert nach wie vor in vielen Landesteilen in Frankreich.
Mit Hochdruck laufen in Frankreichs Schulen die letzten Vorbereitungen für den ersten Schultag nach 2 Monaten. Maximal 15 Kinder pro Klasse werden wieder zugelassen. Der Heimunterricht sei keine ideale Lösung. Wir haben nur diesen kleinen Raum, der als Büro und Schulklasse dient. Das ist schon schwierig. Trotzdem blickt die Mutter dem Schulbeginn mit Sorge entgegen. Das Coronavirus ist in Frankreich weiterhin aktiv. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn meine Kinder krank werden und den Virus nach Hause bringen, wo ihre kleine Schwester ist. Sorgen, die Präsident Macron selbst in einer Schule zu zerstreuen versucht. Die nötigen Sicherheitsvorkehrungen würden vom Staat getroffen. Doch selbst Lehrer haben Bedenken. Es herrscht viel Angst. Deshalb werden wir den Fernunterricht weiter anbieten für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Und gleichzeitig gibt es Kleingruppenunterricht. Womit am Montag keineswegs Normalität in den französischen Schulbetrieb einkehrt. Das Misstrauen vieler Eltern führt dazu, dass in einigen Gemeinden Frankreichs der Schulbeginn gar auf Juni verschoben wird. Ein französischer Fleckerlteppich für Lehrer, Eltern und Schüler mit nicht abschätzbaren Auswirkungen. Berichtet Cornelia Primosch aus Paris. Und gar nicht so weit weg in Großbritannien sehnen die Menschen auch Lockerungen herbei. Nach wirklich furchtbaren Wochen, die Zahlen sprechen da für sich, mit 200.000 Infizierten und 32.000 Todesopfern. Die Insel verzeichnet damit die meisten Toten nach den USA. Der Höhepunkt der Pandemie sollte aber inzwischen überschritten sein. Deshalb will die Regierung nach knapp 7 Wochen Ausgangssperre die Corona-Maßnahmen langsam wieder lockern. Am Abend wird Premierminister Boris Johnson seine Pläne dafür präsentieren. Johnson war ja selbst am Virus erkrankt. Gehen wir jetzt live dazu nach London zu unserer Reporterin Eva Böckschreiner. Weiß man denn schon, was Johnson plant genau? Also ein bisschen etwas ist schon vor der Rede durchgedrungen, die in 20 Minuten etwa beginnt. Aber große Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen wird es offenbar nicht geben. Was geplant ist, ist, dass in England ein 5-Punkte-Corona-Alarmsystem eingeführt werden soll, das regionenweise über den Infektionsstand Auskunft geben soll. Und danach könnten sich dann eventuelle Lockerungen richten. Was jetzt schon passieren soll, ist, dass man öfter als einmal pro Tag das Haus verlassen darf, um Sport zu betreiben, und auch Gartencenter soll öffnen dürfen. Und was auch eingeführt werden könnte, ist eine Quarantänepflicht für alle Leute, die nach Großbritannien kommen, wie es auch schon andere Länder eingeführt haben. Also ein bisschen was weiß man schon. Sind diese Pläne unumstritten auf der Insel? Boris Johnson ist bei seinem ersten Auftritt im Unterhaus nach seiner Erkrankung am Mittwoch vom Parlamentssprecher gerügt worden, weil er seinen Fahrplan nicht zuerst dem Parlament präsentiert, sondern in einer Fernsehansprache. Und auch die Chefs der Regionalregierungen sind sauer, dass sich Johnson nicht mit ihnen abgesprochen hat. Deshalb hat jetzt die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon und der Regierungschef von Wales, Mark Drakeford, ihre Pläne vorab präsentiert. Also eine gute Zusammenarbeit in Krisenzeiten sieht anders aus. Sagt Eva Böcksteiner vor der Downing Street in London. Danke sehr und alles Gute. Und jetzt geht es einmal um die Welt nach Asien. Ja, genau gesagt, nach Südkorea. Das gilt ja als Vorzeigeland im Umgang mit dem Coronavirus. Durch verhältnismäßig viele Testungen und strikte Maßnahmen hat das Land die Ausbreitung gut unter Kontrolle. Anfang April wurden zwar mehr als 10.000 Infektionen landesweit verzeichnet, aber die Zahl der täglichen Neuinfektionen, die war in den letzten 4 Wochen wirklich sehr niedrig. Teilweise sind sogar nur 3 positive Fälle am Tag dazugekommen. Aber von gestern auf heute geht die Kurve stark nach oben und es werden plötzlich 34 neue Infektionen gemeldet. Und das schürt die Angst im Land vor einer neuen Welle. Die Angst vor einer sogenannten zweiten Welle ist in Südkorea ungemein groß. Unbemerkt trägt ein 29-Jähriger das Virus in sich und geht mit Freunden auf eine Bartour in Seoul. Erst nach der Partynacht wird er positiv getestet. Zu spät. 15 Menschen sollen sich direkt bei ihm angesteckt haben. Mehr als 2 Dutzend Neuinfektionen lassen sich insgesamt auf ihn zurückführen. Der Bürgermeister von Seoul reagiert prompt mit harten Maßnahmen. Diese Einrichtungen müssen den Betrieb einstellen und werden streng bestraft, wenn sie sich nicht daran halten.
Südkorea galt bisher als Musterbeispiel in der Bekämpfung des Coronavirus. Zuletzt sei sogar eine Phase der Stabilisierung angekehrt. Mit vergleichsweise vielen Testungen habe das Land die Ausbreitung gut im Griff. Die Bewegungen von Infizierten werden vom Staat durch Mobilfunkdaten, Kreditkarten und Überwachungskameras verfolgt. Via Push-Nachrichten wird die Bevölkerung vor positiven Fällen in der Nähe gewarnt. In der Rede zum dritten Jahrestag seines Amtsantritts appelliert Präsident Moon Jae-in an das Durchhaltevermögen der Bevölkerung. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wir müssen bis zum Ende wachsam und vor allem aufmerksam in Bezug auf die Präventionen bleiben. Der Fall im Clubviertel der Hauptstadt zeige aber, dass man jederzeit mit Rückschlägen rechnen muss, mahnt der Präsident. Bei uns deutet im Moment nichts auf einen Rückschlag hin. Im Gegenteil, das zeigen die Zahlen. Immer mehr Regionen sind schon Corona-frei. Die Stadt Salzburg zum Beispiel meldet aktuell 0 Fälle. In ganz Österreich ist es so, heute sind 30 neue Covid-Fälle dazugekommen, aber mehr Menschen sind gesund geworden. Im Moment sind insgesamt nur noch 1177 aktive offizielle Covid-Fälle bekannt. Ein Stück des Weges liegt aber wohl noch vor uns und etwa für die Kulturbranche ist das schon bitter. Sie leidet seit Mitte März, seit alle Veranstaltungen abgesagt sind und anlaufen wird der Betrieb vergleichsweise spät, vielleicht erst im Herbst. Die Branche ruft deswegen immer lauter nach finanzieller Unterstützung und die scheint nun zu kommen. In der ORF-Sendung Hohes Haus nennt Vizekanzler Kogler heute erstmals konkrete Zahlen. Kunst und Kultur müssen stillschweigen. Bis 30. Juni dürfen keine noch so kleinen Veranstaltungen stattfinden. Großevents sind sogar bis 31. August untersagt. Viele, vor allem kleine Institutionen und Vereine, stehen vor dem Ruin. Künstler und Kulturschaffende sind vielfach beschäftigungslos. Bis Ende der kommenden Woche könnte ein 700 Millionen Euro schweres Hilfspaket stehen. Für kleine Kulturbetriebe, aber auch für Sportvereine. Ich gehe davon aus, dass wir in Österreich, was die finanzielle Unterstützung betreffen wird, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, das stimmt, aber ein Paket haben werden, das sich sehen lassen kann. Und für den ganzen gemeinnützigen Bereich, wo ja viele Kulturvereine dazugehören, die Großen müssen wir sowieso anders unterstützen und abfangen, sollten hier 700 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Wann genau das Programm starten kann, dazu wollte sich Kogler nicht festlegen. Die Gespräche mit dem Koalitionspartner ÖVP seien aber beendet. Angepeilt werde Ende nächster Woche. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stellt ihren internen Kritikern Konsequenzen in Aussicht. Sie will offenbar bis zum Parteiausschluss denken. Das deutet Rendi-Wagner heute in der ORF-Pressestunde an. Zur Bekämpfung der Corona-Krise will sie ein gewaltiges Konjunkturpaket und die allgemeine 35-Stunden-Woche. Positiv denken, die Devise von Pamela Rendi-Wagner, auch wenn in der SPÖ einige destruktiv unterwegs seien. Unwahre Gerüchte anonym in die Welt setzen, wie zuletzt über angebliche Manipulationen bei der Mitgliederbefragung. Doch das seien einige wenige, die so sind. Und deswegen, wenn Sie immer sagen, die SPÖ, diese Menschen, die Sie hier ansprechen, die sind nicht die SPÖ. Gibt es Konsequenzen? Bundespartei und Landeschefs sollten darüber nachdenken. Dieser Frage werden wir uns stellen müssen. Kritik an der Regierung übt die SPÖ-Chefin, weil Unternehmen in der Corona-Krise alleingelassen wurden. Ihnen der entgangene Gewinn nicht abgegolten wurde. Jetzt müsse man gegensteuern. Das größte Konjunkturpaket der Geschichte der Zweiten Republik wäre notwendig in dieser Situation, um die Wirtschaft zu stützen, um die Unternehmen zu schützen und Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Finanzierung brauche es Vermögensteuern ab 1 Million Euro und einen Solidarbeitrag internationaler Online-Konzerne. Der Finanzminister müsste das besser heute als morgen verhandeln. Gegen die Massenarbeitslosigkeit will sie eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die wenigere Arbeit, die Arbeitsplätze, die zur Verfügung stehen, gerecht auf alle oder auf möglichst viele Menschen verteilen. Das Ziel muss sein, möglichst viele, wenn nicht alle Menschen in Beschäftigung zu bringen. Das könnte 100.000 zusätzliche Jobs schaffen. Ehrliche Arbeit suchen gerade viele, aber manche Unternehmen sind in der Krise offenbar ziemlich unehrlich. Sie betrügen den Staat und nutzen die Hilfen für die Kurzarbeit aus. Genau, solche Fälle hat die Finanzpolizei jetzt aufgedeckt. Offenbar kassieren manche Firmen das Hilfsgeld für die Kurzarbeit, lassen ihre Mitarbeiter aber trotzdem voll arbeiten.
Die Kurzarbeit hilft zahllosen Firmen und ihren Mitarbeitern durch die Krise und verhindert Arbeitslosigkeit. 10 Milliarden Euro hat die Regierung dafür zur Verfügung gestellt. Doch schon Anfang April macht die Arbeiterkammer erste Fälle von Missbrauch öffentlich. Daraufhin kündigt ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel Schwerpunktkontrollen auf Verdachtsbasis an. Die Finanzpolizei zieht nun nach 2,5 Wochen Kontrollen eine erste Bilanz. Insgesamt wurden 1946 Firmen überprüft und 460 Übertretungen festgestellt. 31 Personen wurden wegen Verdachts des Missbrauchs der Kurzarbeitsregelung angezeigt. Die vergleichsweise geringe Zahl der Anzeigen erklärt man im Finanzministerium so: Vielfach werde nicht sofort gestraft, sondern zuerst nachgefragt, ob die Kurzarbeit bloß nicht mehr benötigt werde. Die allermeisten Unternehmen würden sich außerdem vorbildlich an alle Vorgaben halten. Bei Verstößen drohen aber hohe Geldstrafen und bis zu 4 Jahre Haft. Und zur wirtschaftlichen Misere in diesen Corona-Zeiten ist dann Finanzminister Gernot Blümel zu Gast bei Martin Thür in der ZIB 2 am Sonntag um 21.50 Uhr. Und darüber kann man gar nicht genug reden und diskutieren. Und so sind die schlechten Wirtschaftsaussichten dann anschließend auch Thema bei Im Zentrum mit Claudia Reiter. Aber zumindest im Privaten läuft es langsam wieder besser. Der heutige Muttertag ist ja für viele Familien ein Tag des Wiedersehens nach langen Wochen des Aufeinanderverzichtenmüssens. Auch wenn es immer noch ratsam ist, Abstand zu halten, ist es doch schön, wenn die Generationen wieder zusammenkommen. Omas, Mütter und Kinder. Bettina Graf hat heute eine Familie begleiten dürfen. Muttertag 2020. Die schlimme Zeit ist vergessen für den Moment. Aber eine Unsicherheit bleibt. Ja, Wiedersehensfreude. Ja. Dass man einfach zwar nicht drucken kann, aber dass man sie einfach wieder sieht. Dass man diese Freiheit hat, dass man sagt, man, und wie es zugekommen sind und die Tür ist aufgegangen und eben dann stehen sie auf einmal da und das ist schon sehr schön. Ja, es war schön, aber es war trotzdem, der Abstand war da. Wird immer lockerer, es wird. Aber trotzdem passt man auf, aber Angst geht ein bisschen weg. 4 Generationen sitzen hier am Muttertag an einem Tisch. Was früher ganz normal war, ist heute eine absolute Besonderheit. Durch diese Entfernung sind wir uns jetzt ganz nahe gekommen wieder. Das ist so meins, wo man jetzt denkt, man, und jetzt ist es viel intensiver, viel herzlicher. Also jetzt sind wir so richtig so wertschätzend haben wir das Ganze jetzt wirklich. Vorher war es normal. Ja, da hat man halt die Mutter gehabt und das Kind gehabt und das Enkelkind. Und jetzt ist es einfach wirklich ganz, ganz schön. Der Muttertag in Corona-Zeiten. Sicher ein Tag, an den sich viele mit ganz gemischten Gefühlen erinnern werden. Mit der Mama und der Oma ins Gasthaus, das war ja heute leider nicht möglich. Eine Woche heißt es dann noch warten. Und noch länger in Zwangspause sind die Schaustelle im Wiener Prater. 1200 Mitarbeiter wollen dringend wieder arbeiten und haben heute probeweise gezeigt, wie das mit dem Pratervergnügen in Corona-Zeiten funktionieren könnte. Der Fluch von Corona macht selbst vor Piraten nicht Halt und hat seit der Verkündung der Maßnahmen am Freitag, dem 13. März, für Stillstand bei allen 80 Schaustellern gesorgt. Doch die zeigen heute, wie sie auch diese Krise meistern können. Wir haben eine Richtlinie ausgearbeitet, die auf den Prater passt. Das heißt, da gibt es Maßnahmen wie diese Abstandsmarkierungen, da gibt es Mundschutz- und Handschuhpflicht für die Mitarbeiter. So dürfen alle, die zusammengehören, also etwa eine Familie, in einer Riesenradgondel Platz nehmen. Sonst heißt es dann nur noch 4 statt 15 Personen in einer Gondel. Also wir sind fit, um wieder aufsperren zu können. Am liebsten gleich mit der Gastronomie wie dem Schweizer Haus am 15. Mai. Eine entsprechende Petition haben die Praterunternehmer bereits an die Regierung gerichtet. Ungewissheit, und das seit Wochen, plagt auch die, die eine Reise ins Ausland gebucht haben. Denn nach wie vor ist vieles unklar. Kann die Reise überhaupt stattfinden? Was passiert im Zweifelsfall mit dem Geld? Das sind nur einige der offenen Fragen, aber es gibt auch gute Tipps. Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher haben bereits vor Ausbruch der Corona-Krise einen Auslandsurlaub für Juli oder August gebucht. Viele wollen die Reise nun aber nicht antreten. Ein Problem vor allem bei individuell gekauften Flugtickets. Die Flüge sind nach wie vor gültig. Gibt es jetzt weder eine Annullierung von Seiten der Airline her, noch habe ich unter Umständen einen stornierbaren Flug gebucht. Na dann kann ich nur dann aus dem Vertrag rauskommen, wenn vor Ort zum Reisezeitpunkt eine Reisewarnung besteht oder wenn plötzlich Quarantänebestimmungen neu aufgezogen werden. Vermehrt informieren die Airlines jetzt, dass sich die ursprünglich gebuchten Flugzeiten ändern. Am Tag davor, in der Früh davor, in der Nacht, wie auch immer. Sobald es zu einer Verschiebung von mehr als 3 Stunden kommt, hat der Kunde das Recht,
vom Flug zurückzutreten und das Geld zurückzubekommen. Wer aber doch ins Ausland will, sollte in diesem Sommer besonders gut vorbereitet sein, etwa mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Ich habe jedenfalls im Vorhinein natürlich auch Kontakt aufnehmen mit der Fluglinie, eventuell eben auch mit Behörden, um eben festzustellen, ob ich tatsächlich in das Gebiet reisen darf, beziehungsweise ob ich wieder zurück kann oder unter Umständen in Quarantäne muss nachher. Eines ist garantiert, der Urlaub 2020 wird ein unvergesslicher und noch nie dagewesener. Diese Tage stehen in Österreich im Zeichen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkrieges, aber alles unter Corona-Vorzeichen. Heute wäre normalerweise die Befreiungsfeier im früheren Konzentrationslager Mauthausen geplant gewesen. Geworden ist es dann eine virtuelle Feier, die auch der ORF übertragen hat. In der KZ-Gedenkstätte selbst war es sehr ruhig. Nur vereinzelt kommen heute Delegationen auf das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Das ist ein gespenstischer Eindruck, weil wir gewohnt sind, an einem Tag wie heute bei der Befreiungsfeier gemeinsam mit den Überlebenden zu feiern, sie zu treffen, sie zu umarmen, mit ihnen zu diskutieren. Heute ein leerer Appellplatz. Fast 200.000 Menschen waren zwischen 1938 und 1945 im Konzentrationslager Mauthausen und seinen zahlreichen Nebenlagern inhaftiert. 90.000 Menschen überlebten die Torturen nicht. Seit 1946 wird dieser Menschen jedes Jahr gedacht. Das gemeinsame Erinnern wurde ins Internet verlegt, in Form einer virtuellen Feier mit Videobotschaften. Wir dürfen niemals vergessen oder vergeben, da wir kein Recht haben zu vergeben. Nur die Toten können vergeben. Die virtuelle Befreiungsfeier, sie ist eine Alternative. Dieses bewusste, individuelle und stille Gedenken hat für mich auch etwas sehr, sehr Würdevolles gehabt. In welcher Form auch immer. Wichtig ist, dass Gedenken und Erinnern passieren. Bleiben wir noch in Oberösterreich. Ein Oberarzt und Operateur hat im Linzer Kepler-Spital eine laufende Operation verlassen, um in seine Privatordination zu fahren und dort einen Termin wahrzunehmen. Der Patient auf dem OP-Tisch ist wenig später verstorben. Der Mediziner ist suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mit einem Aorta-Einriss wird ein 77-jähriger Mann ins Linzer Kepler-Klinikum gebracht. Inmitten der Notoperation übergibt der Oberarzt, der den Eingriff leitet, an einen jungen Assistenzarzt und verlässt das Krankenhaus. Wie später bekannt wird, fährt der Mediziner wegen eines Termins in seine Privatpraxis. Er hat es persönlich sowohl in der Stellungnahme schriftlich als auch mündlich bestätigt. Er hat gesagt, im Hintergrund wären ja Ärzte vorhanden, die einspringen könnten, was stimmt. Lege artis ist es für mich allerdings, dass wenn man den OP und das Haus verlässt, mündlich, persönlich einem anderen Oberarzt den Fall übergibt und dafür sorgt, dass der vor Ort ist. Das ist nicht passiert in dem Fall? Das ist nicht passiert. Im OP kommt es zu Komplikationen. Der Assistenzarzt ist allein überfordert. Ein anderer Oberarzt wird zur Hilfe geholt. Der Patient kann nicht mehr gerettet werden. Er verstirbt noch am OP-Tisch. Waldenberger hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Fall aufzuklären. Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz wegen fahrlässiger Tötung. Der Arzt ist freigestellt. Das heißt, er arbeitet bis zur letztendlichen Entscheidung nicht mehr am Patienten und nicht mehr in unserem Haus. Morgen soll die Leiche des 77-Jährigen obduziert werden. Auch das Land Oberösterreich kündigt restlose Aufklärung an. In Kärnten kämpfen die Feuerwehrleute gegen einen riesigen Waldbrand. Mehr als 20 Hektar sind in Eisenkappelfellach schon niedergebrannt. Seit mehr als 24 Stunden kämpfen die knapp 400 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Brand konnte zwar eingedämmt werden, doch teils böiger Wind macht die Löscharbeiten besonders schwierig. 6 Hubschrauber von Polizei und Bundeswehr sind zusätzlich im Einsatz. 2 Häuser müssen evakuiert werden. Brand aus ist noch nicht in Sicht. Morgen früh geht dann der Löscheinsatz weiter. Zur Kultur jetzt. Dank des Internets entstehen in der Corona-Krise einige interessante Projekte. Die österreichische Botschaft in Washington etwa verbindet heimische Künstlerinnen und Künstler mit Kollegen in den USA. Sie schaffen im Dialog neue Kunstwerke und es sind dann auch einige Prominente dabei, zum Beispiel Schauspielstar John Malkovich. Schauplatz Wiener Musikverein. Live online zugeschaltet Hollywood-Star John Malkovich. Geprobt wird an Just Call Me God, einem Stück, das schon in Wien zu sehen war und jetzt virtuell neu erarbeitet wird. Jetzt braucht jeder etwas anderes, aber sehr viele Menschen ganz sicher Kultur. Puppenspieler Nikolaus Habian wurde mit Muppets-Spieler Bill Barretta vernetzt. In ihrer Arbeit bringen sie ihre Puppen zueinander. Hey Bertie, can you hear me? It's Bertie.
What? Not birdie. I'm not a birdie. Birdie. Zurück in den Musikverein, wo Regisseur Michael Sturminger auch in Sachen Salzburger Festspiele aufhorchen lässt. Er ist dort für die Inszenierung des Jedermann und auch Tosca mit Anna Netrebko engagiert und geht im ZIP-Interview davon aus, dass die heurigen Festspiele zumindest teilweise stattfinden. Ich bin ganz sicher, dass die Salzburger Festspiele in irgendeiner Form stattfinden. Und ich bin ganz sicher, dass es notwendig ist, weil man muss auch irgendwie ein Zeichen setzen und sagen, die Kultur lebt noch. Man darf gespannt sein. Ja, gespannt sind auch viele Fußballfans. Aber Corona macht's nicht allen leicht. Im Sport sehen Sie gleich, wie die deutsche Bundesliga schon vor dem Wiederbeginn in Probleme schlittert. Durchwachsenes Muttertagswetter heute, wie es weitergeht in der nächsten Woche mit den Eisheiligen. Das sagt uns gleich Markus Watzak. Wir sagen danke fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und einen schönen Start in die neue Woche. Alles Gute.